Jo, gibt ja diesen schönen Satz, nur dass du paranoid bist, heißt nicht, dass sie nicht wirklich hinter dir her sind. Ja, mit der Paranoia ist das so eine Sache. Der IT-Sicherheitsguru Bruce Schneier ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Das ist so der Chuck Norris von Krypto. Also man sagt, der kann, wenn der auf eine Falltürfunktion starrt, dann wird die symmetrisch. Nerdwitz. Aber der hat uns mal gebeten oder hat mal geschrieben in einem Artikel, man sollte sich mal folgendes Szenario vorstellen. Ein Staat schreibt seinen Bürgern vor, jeder Bürger habe ab jetzt ein Gerät in der Tasche zu tragen, das Folgendes tun kann. Es kann jederzeit seinen Ort übertragen, es kann jederzeit feststellen, mit wem ich telefoniere. Es kann auch jederzeit feststellen, wann ich telefoniere, es kann übertragen, was ich lese, was ich mir angucke und wenn die Regierung es will, dann kann sie sich in mein Gespräch einklinken und in Echtzeit mitlauschen. Und das Gesetz schreibt mir vor, ich soll ein solches Gerät in meiner Tasche mit rumschreiben. Was wäre dann los? Undenkbar. Und in diesem Jahr mussten wir erfahren oder in den letzten Jahren müssten wir erfahren, dass demokratische Regierungen im Prinzip genau diese Technik entwickeln. Und einfach etwas ausnutzen, was wir sowieso alle in der Tasche haben, nämlich ein elektronisches Gerät, das Telefon, und genau das in so ein Überwachungsgerät verwandelt wird. Das haben wir durch Edward Snowden und seine Informationen erfahren. Jetzt wollen wir uns mal die Frage stellen, ein Jahr nach Snowden, was hat sich denn eigentlich dadurch geändert? Ich hatte ja anfangs gesagt, so, es gibt diese beiden Positionen von wegen, wir werden alle sterben und die andere, die dann sagt, ja und. Ne? Bei vielen ist ja die Reaktion auf Snowden, kann ich eh nichts machen? Und die drehen das jetzt um und sagen, nur dass sie hinter dir her sind, heißt nicht, dass du nicht doch paranoid bist. Also stell dich bitte nicht so an. Was hat sich wirklich verändert ein Jahr nach Snowden? Hören wir jetzt was von drüber von Sven. Sven zieht für uns Bilanz aus einem Jahr. Und da er viele Leute kennt, deren Firmen durch die NSA-Enthüllung mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, kann er vielleicht unterstreichen, dass da dieser alte Satz von Friedrich Dürrenmatt gilt, alles, was denkbar ist, wird gedacht und möglicherweise auch irgendwann gemacht. Sven. Brauchst du den Klicker? Ja, wahrscheinlich später. Ja, also ich habe mich dazu bereitschlagen lassen, hier ein bisschen über die letzten paar Monate zu referieren. Es sind jetzt knapp 7 Monate, die wir mit NSA-Enthüllungen quasi konfrontiert wurden. Für viele Leute wahrscheinlich mittlerweile schon so lange, dass sie ein bisschen was vergessen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, ich fasse einfach nochmal 2, 3 Punkte zusammen. Will aber erstmal einsteigen. Immerhin ist es hier eine lokale Veranstaltung, also begrüßen wir mal ein bisschen die Hessen hier untereinander. Danke. So. Angefangen hat alles so im Juni, Anfang Juni letzten Jahres. Da sind plötzlich durch mehr oder weniger gut bekannte Medien vertrauliche Dokumente an die Öffentlichkeit gekommen, wo wir dann gesagt haben, so was kommt denn da? Es wurde ein Wort relativ schnell schlagartig bekannt. Ich denke mal, könnte ich mal ein Handzeichen sehen, wer es noch nicht gehört hat. Gut, das ist schon mal praktisch. Das heißt, da wurden Dokumente veröffentlicht, bei denen es darum ging, dass Geheimdienste großflächig weltweit irgendwelche Spionage betreiben, um wen auch immer auszuspionieren. Das war am Anfang in der Masse erstmal nicht klar. Es war nur klar, es wird großflächig überwacht. Die Dokumente, die da an die Öffentlichkeit gekommen sind, waren am Anfang auch sehr stark angezweifelt. Sind die echt? Es gab einige Fake-Dokumente, die zwischendrin immer mal wieder rausgegeben wurden. Vermutlich auch einfach, um das Ganze so ein bisschen zu dämpfen. Das heißt, man hat dieser Enthüllungswelle am Anfang sehr skeptisch gegenübergestanden, weil, hey, sowas kann ja jeder irgendwie heutzutage veröffentlichen. Photoshop ist keine Geheimniskrämerei mehr, das kennen viele. Hat nicht lange gedauert, ungefähr so 10 Tage, nachdem die ersten Enthüllungen gekommen sind, hat sich jemand geoutet. Wir haben ihn heute auch schon gesehen und ich habe netterweise auch auf den netten NSA-Mann verzichtet, den ich nämlich schrecklich finde. Deswegen einmal hier das wahrscheinlich bekannteste Bild aus dieser Zeit von Edward Snowden, der sich damals als der NSA-Geheimnislüfter quasi zu kennen gegeben hat, war damals noch in Hongkong.
weil er eben auf der Flucht war. Ihm war klar, wenn er damit an die Öffentlichkeit geht, das wird nicht lange gut gehen und es wird sicher einige Leute geben, die da was gegen haben. Wir haben dadurch erfahren, dass halt Geheimdienste, in dem Fall primär halt der US-Geheimdienst und der britische Geheimdienst, sehr großflächig mit verschiedenen Programmen und Entwicklungen versucht haben, über die letzten 10, 12 Jahre unsere digitale Sicherheit und unsere schöne digitale Welt zu unterwandern, an verschiedenen Stellen Informationen abzugreifen. Man hat früher, wenn man davon gesprochen hat, was Geheimdienste alles können und was technisch möglich ist, immer zu hören bekommen, ja, du paranoider Spinner, hat sich dann relativ gut relativiert, als dann eben diese ganzen Informationen kamen, waren so ein paar Geschichten, die auch mir selber persönlich passiert sind, dass halt Leute 3 Jahre vorher mir noch erzählt haben, wie toll sie bei Firma XY arbeiten, was da technisch alles möglich ist. Dann kam die Enthüllung, dann kamen Leute, die gesagt haben, haha, wir haben es doch immer gewusst, und haben genau die Leute gesagt, nee, das geht ja gar nicht. Wenn du denen dann gesagt hast, du hast aber vor 3 Jahren genau das Gegenteil gesagt, dann konnten die sich plötzlich an nichts erinnern. Also man sieht, da ist eine Menge passiert und es hat auch eine Menge Unruhe geschaffen. Es wurden nämlich relativ viele Firmen auf diesen Folien auch veröffentlicht. Das heißt, da sind richtig prominente Namen gekommen, die quasi, man hat ihnen unterstellt, ihr arbeitet mit dem Geheimdienst zusammen und unterstützt den Geheimdienst dabei, uns als normale Nutzer auszuspionieren. Und wenn man sich diese prominenten Namen mal so anguckt, das ist echt schwierig, wenn man heutzutage im Alltag durchs Internet geht, an denen vorbeizukommen. Ja, also ich meine, wenn ich keinen Linux auf meinem Rechner habe, habe ich meistens ein Microsoft-Betriebssystem drauf, spätestens auf der Arbeit. Oder ich habe zumindest wenigstens ein Mac, ist auch okay. Aber wenn ich was suchen will, dann wird es schwieriger. Ich meine, wer von euch benutzt Bing? Doch so viele. Null. Wer nutzt Yahoo? Es war 2 zögerliche Antworten. Hey, immerhin. Wer nutzt Google? Das ist dann wohl die Mehrzahl. Da sieht man halt einfach, da ist eine gewisse Marktmacht dahinter gewesen. Wenn man solche Firmen angeht, kriegt man eine Menge Leute und damit auch eine Menge Informationen. Natürlich können solche Unternehmen das nicht einfach auf sich sitzen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt zu Google gehe und sage, hey, du hast mich ausspioniert, dann sagen die was? Nee. Warum? Wir wissen von nichts. Und das ist genau der Trick, den die Leute bei sowas anwenden. Es gab da mal einen sehr coolen Science-Fiction-Film, der hat zumindest an der Stelle eine kleine Sache so ein bisschen vorausgetragen, die man da sehr gut anwenden konnte. Das ist aus Independence Day, wer den Film kennt. Es gibt diese tolle Szene, Area 51, gibt es ja gar nicht, und dann kam dieser Verteidigungsminister meint so, lieber Präsident, die Information, die du da hast, die ist leider nicht ganz richtig. Und genau das kann man auch auf solche Firmen anwenden. Natürlich gehe ich nicht zum CEO von Google und sage, hey, pass mal auf, du hast die Hälfte der Welt als Kunde, hätte ich gerne die Information, gib mal her, dann wird er sagen, hast ja wohl nicht mehr alle. Deswegen geht man einfach ein paar Stufen tiefer und zapft irgendwo was an, wo man eben nicht in diese Kontrolle von ganz oben reinrutscht, weil da arbeiten so viele Leute. Und ich meine, wenn ich Spione in andere Länder einschleusen kann, warum sollte es mir nicht gelingen, einen Spion in eine Firma einzuschleusen, die in meinem eigenen Land arbeitet? Also es gibt da einfach genug Möglichkeiten, Sachen in solchen Firmen zu betreiben, und trotzdem kann sich eine Firma hinstellen und sagen, hey, wir wissen von nichts und sie haben recht. Ja, das darf man nicht vergessen. Das ist eine Frage des Vertrauens. Deswegen ist die Frage, wenn man jetzt so diese ganzen Datensammlungen sieht, ist das denn wirklich das Problem? Also ich habe jetzt eine Menge Daten und man würde jetzt heutzutage sagen, naja, ich meine, ich kriege ja heutzutage meine vielleicht mittlerweile nicht mehr ganz so große Filmsammlung gar nicht selber irgendwie sortiert, warum sollte ein Geheimdienst meine ganzen letzten 3 Jahre Facebook-Nachrichten und Co. sortieren? Das macht ja keinen Spaß und in den meisten Fällen dürfte es auch keinen Spaß machen. Gut, Ausnahmen bestätigen die Regel. Trotzdem sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, es sind Datensammlungen, die Sie anlegen, um darauf zuzugreifen, wenn Sie Bedarf haben. Das heißt, was heute vielleicht uninteressant ist, kann morgen richtig brisant werden. Das heißt, wenn ich heute Kontakt zu irgendjemandem habe, der morgen irgendwie auffliegt als Terrorist, dann habe ich vielleicht übermorgen ein Problem. Auch wenn ich nicht wusste, dass er Terrorist ist, darum geht es ja nicht. Das heißt, all diese ganzen Daten, die da gesammelt werden können, mittlerweile weltweit, und es gibt ja mittlerweile auch nette Screenshots, was diese Tools alle können und wo die überall dranhängen angeblich, dann sieht man plötzlich die Möglichkeit, und Festplattenspeicher ist heutzutage ja echt billig geworden, diese Daten aufzubewahren, sind nicht irgendwie unrealistisch. Die zu durchsuchen ist zwar schwieriger, aber wir reden hier von großen Organisationen, die
Gelder bekommen können, die weit über das hinausgehen, was wir uns so vorstellen und Unterstützung bekommen können. Und wenn ich mir überlege, so eine Firma wie Google, die kann hingehen, kann das ganze Internet, zumindest den öffentlichen Teil und manchmal auch Informationen, die aus Versehen öffentlich wurden, indizieren und mir aufbereiten. Wenn die das können, warum sollte das eine Regierungsbehörde nicht auch können? Also sich da hinzulegen und zu sagen, hey, das sind so viele Daten, ist eh nicht wichtig, halte ich für gefährlich. Man sieht dann auch, unsere Regierung hat dann irgendwann mal gesagt, die NSA-Affäre, die ist aufgeklärt, das ist erledigt, das Thema. Kamen so ein paar Leute auf den Trichter, glaube ich jetzt nicht ganz. Dann hat man ihnen gesagt, so hier, wie bist denn du auf den Trichter gekommen, dass das erledigt ist? Also wo ist denn der Keypunkt, warum ist das für dich erledigt? Ja, wir haben Dokumente von der NSA bekommen. Super, da steht dann drin, was wir alles nicht wissen dürfen. Und da gibt es gab es einen tollen Tweet zu mit einem Foto von einem Mitglied der SPD im Bundestag. Der hat sich die Dokumente mal angeguckt. Da war er. Sieht dann so aus. Also man sieht, Aufklärung wird hier schwarz geschrieben. Ich persönlich finde das ein bisschen gewagt, sowas als Aufklärung zu bezeichnen, aber man sieht, wo der Trend hingeht. Ja? Man erklärt das Thema für gegessen, weil es ist ja was aufgeklärt worden. Schwarze Striche sind auch Aufklärung. Und damit ist dann das Thema erstmal vom Tisch gewesen. Und dann kamen wieder neue Sachen und es wurde immer wieder hochgekocht. Das heißt, man hat gemerkt, das wird nicht totgeschwiegen. Bei diesem ganzen Thema ist klar geworden, diese Daten, die Sie sammeln oder sammeln können, die können zu einem Problem werden. Und ein Grundsatz, den man in der Datensicherheit in der Regel immer hat, ist eben dieses Datensparsamkeit, Datenvermeidung. Alles, was ich an Daten nicht anfallen lassen kann, kann man auch nicht gegen mich verwenden. Das ist irgendwie logisch, aber heutzutage echt schwierig. Man schleppt ein Handy mit sich rum, kommt dann ungefähr so dem Gerät nahe, was man eben skizziert hat, überwachen wir uns doch alle mal für den Staat selber. Das protokolliert eine Menge, man weiß, wo man sich aufbehält. Ich meine, wir sind jetzt alle hier, also unsere Provider wissen das alle, damit wahrscheinlich auch der Rest, ob es interessant ist oder nicht, sei dahingestellt. Dagegen können wir relativ wenig tun. Wir können natürlich versuchen, Social-Media-Daten zu vermeiden und man sieht auch, da ist ein Trend, dass Gefahren erkannt werden. Es gab jetzt vor einem Jahr, glaube ich, das erste Mal so einen Fall, da ist ein Mensch überfallen oder beziehungsweise ausgeraubt worden, während er im Urlaub war. Die Versicherung hat hinterher gesagt, den Schaden bezahlen wir nicht. Dann hat er gesagt, warum nicht? Dann meinte er, ja, du warst nicht vorsichtig genug. Dann meinte er, wieso, ich habe die Tür doch abgeschlossen. Ja, aber du hast auf Facebook und Co. veröffentlicht, dass du 3 Wochen in Urlaub bist. Das heißt, da kommen auch so langsam andere Leute auf die Idee, dass sowas unter Umständen problematisch sein kann. Und wir erzählen das unseren Freunden, da ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Wir posten es auf Facebook, da sieht das wieder ein bisschen anders aus. Wir verlieren auch so ein bisschen die Kontrolle über so Daten. Und dann ist nämlich der Punkt, am Ende wissen wir gar nicht mehr, was haben wir denn vor 3 Jahren auf Facebook, Twitter und Co. rausgehauen, was man eventuell irgendwann gegen uns verwenden kann. Das gibt auch Leute, die das generell doof fanden, das Thema. Hier in Deutschland gab es dieses Thema mit der Vorratsdatenspeicherung. Damals gab es eine Petition, man muss dazu sagen, Petitionen gibt es mittlerweile sehr viele, aber es gibt auch offizielle Petitionen beim Bundestag. Das war eine offizielle, die braucht 50.000 Unterzeichner, um gehört zu werden. Und es war die erste, die in relativ kurzer Zeit sehr viele Leute gefunden hat. Das haben 64.000 Leute damals dafür unterschrieben. 64 klingt jetzt schon mal nicht ganz verkehrt, sind ja immerhin ein paar Leute, die sich dafür interessiert haben, aber es sind nur 64, wir haben immerhin 80 Millionen Menschen, die allein hier in Deutschland leben. Als es dann zu dem Thema kam, dass es gekippt wurde und so weiter, lief eine Klage, da haben sich 35.000 Menschen daran beteiligt, gegen die Vorratsdatenspeicherung zu klagen. Ist schon mal nur noch fast die Hälfte. Aktuell gibt es eine Petition, die dann auf einer anderen Plattform läuft, die wieder gegen die Vorratsdatenspeicherung geht. Die hat grob 38.500 Unterschriften aktuell. Auch das haut mich immer noch nicht vom Schocker, wenn man sich überlegt, wir sitzen hier mit 80 Millionen Menschen in einem Land, das anscheinend irgendwie relativ komplett überwacht wird. Der Staat versucht sowas mitzubekommen unter dem Deckmäntelchen der Sicherheit und 38.000 Leute interessiert es. Kann man drüber nachdenken, ob das so toll ist. Dann gibt es aber noch eine andere Petition, die hat mittlerweile über 230.000 Unterschriften gehabt. Ich habe es zwischendrin irgendwo gehört, nochmal laut. Richtig, es ist die Petition gegen Markus Lanz, der von unseren GEZ-Gebühren bezahlt wird. Ja? Man muss sich überlegen, 17 Euro im Monat scheint ein größeres Problem zu sein, wenn davon jemand Geld bekommt, als wenn das ganze Land überwacht wird durch irgendwelche Geheimdienste. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so unbedingt geil ist, aber okay. Nach diesen ganzen Skandalen,
und diesen Themen, was halt an Überwachung aufgekommen ist, sind Leute natürlich ein bisschen anders mit Facebook umgegangen. Trotzdem, wer hat aufgehört, Facebook zu nutzen nach dem Skandal? Null. Gut. Hat jemand das Gefühl, er hat seine Nutzung verändert nach dem Skandal? 2, 3, 4, immerhin. Ja, also gibt es ein paar Leute, die zumindest gemerkt haben, so okay, ist schwierig. Kann man denn überhaupt viel an seinem Verhalten ändern, so dass man sagen würde, hey, die wissen jetzt weniger? Wenn man es realistisch betrachtet, ist das nämlich ziemlich schwierig. Habe ich Facebook auf meinem Handy, weiß mein Handy, wo ich bin, weiß Facebook, wo ich bin, da brauche ich eigentlich keinen Tweet mehr oder kein Posting mehr absetzen, ich bin jetzt hier. Das weiß Facebook auch, ohne dass ich aktiv was dazu tue. Das heißt, es wird schwieriger, sich sowas zu entziehen. Und man muss sich immer vorstellen, Facebook ist ein amerikanisches Unternehmen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die an die Daten irgendwie rankommen, ist sehr hoch. Das ist auch so ein Tool, was wahrscheinlich jeder benutzt. Und da sieht man auch wieder, wo dann so Bequemlichkeit hinführt. Bequemlichkeit ist eigentlich nichts anderes als die Untergrabung von Sicherheit. WhatsApp ist so ein super Beispiel, das, wer kennt es nicht? Okay, kennen alle, super. WhatsApp hat von vornherein eigentlich, was Sicherheit angeht, alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sie haben auf Verschlüsselung verzichtet, könnte ja kaputt gehen und dann kann man wieder nicht schreiben, dann ist das Gemecker wieder groß, blöd. Die einzige Information, die ich am Anfang für jemanden brauchte, war die Telefonnummer. Das ist das, was man für gewöhnlich auch so austauscht. Dann konnte ich sehen, wann war derjenige zuletzt online, wie sieht sein Profilbild aus, auch wenn ich mit ihm sonst nichts zu tun hatte. Das haben sie angefangen, so ein bisschen zu verbessern, aber richtig gut ist es immer noch nicht. Aber das hat Erfolg. Das benutzen Millionen Leute. Aber es ist unsicher. E-Mail wird immer wieder, gerade jetzt in den letzten Wochen, durch die Medien geprügelt. Schlandnet und so, wir machen Deutschlands bestes E-Mail-System und sorgen dafür, dass das alles funktioniert. Wer von euch benutzt PGP? Das sind schon mal ein paar mehr, sagen wir mal so 15 Leute. Wer hat das vorher, also vor 2013 schon benutzt? Da wären es schon weniger. Aber da sieht man den Trend. Wer glaubt denn, dass so diese Verschlüsselungsthematiken, die gerade so durch die Presse gehen, falls das jemand mitbekommen hat, wir verschlüsseln jetzt unsere Verbindungen zum Mail-Server und ich glaube 1&1 macht da gerade die große Welle, die Telekom macht die Welle. Wer glaubt, dass das wirklich was bringt? Super. Oh, ne, doch nicht super. Der Punkt ist, es ist schön und gut, wenn ich meine Verbindung von hier bis zu meinem E-Mail-Server verschlüssel, wenn ich meinem Kollegen dann eine E-Mail schicke, die dann aber unverschlüsselt weitergeht, weil da zwischendrin keine Verschlüsselung stattfinden muss, das kann ich nämlich nicht kontrollieren, dann bringt mir das herzlich aber wenig. Wenn dann auch noch die Mail unverschlüsselt durch irgendwelche Mailsysteme geht, die ich nicht mehr kontrolliere, naja gut, dann kann ich mir diese Verschlüsselung zwischen A und B eigentlich echt sparen. Also es ist Augenwischerei, was da betrieben wird. Man versucht da irgendwelche Sicherheit vorzugaukeln, die es nicht gibt. Und auch Ideen wie, wir machen ein Schlandnetz, schön und gut, aber wenn mein Kontakt irgendwo anders sitzt, dann hilft mir das nicht. Und es gibt genug Möglichkeiten, trotzdem ranzukommen. Also diese Verkaufstaktiken, die da angewandt sind, sind nett, aber ich würde da nicht drauf geben. Also wenn jemand von euch irgendwie Interesse hat, irgendwas zu verschlüsseln, sollte er das selber machen. Und zwar wirklich selber. Kein Programm, kein komischer Webbrowser, der irgendwelche fancy-schancy-Scheiße hat, die da irgendwie sagt, wir machen On-Site-Security und verschlüsseln, bevor wir übertragen. Das ist alles nett. Es hat aber bisher nie wirklich funktioniert. Ja, also PGP gibt es nicht umsonst seit 20 Jahren oder so. Spiele. Alle haben gedacht, so ein Handy-Game, was soll mir da schon passieren? Da gebe ich ja jetzt keine, naja doch, ein paar Kontakte und Informationen vielleicht preis, aber hey, ist nicht so schlimm. Dann kommt die NSA und sagt, wir haben da mal so ein paar persönliche Informationen bei Angry Birds und Co. abgreifen können, ist praktisch. Das heißt, da sieht man, wo so ein Trend hingeht. Es geht nicht nur um die gerichteten Sachen, die wir sowieso benutzen, wo wir uns denken können, hey, wenn ich meine Nachrichten über WhatsApp, E-Mail und Co. schicke, das kann man nicht mitlesen, aber Angry Birds, naja gut, was soll da schon schief gehen? Das kann ja nicht irgendwie jetzt, ich meine, wenn man sich anguckt, was das auf dem Telefon darf, ist das vielleicht schon ein erstes Risiko, wo man sagen kann, ja, warum muss das eigentlich meine ganzen Kontakte lesen können, aber darüber klickt man dann gerne noch hinweg. Aber da sieht man, wo der Trend hingeht. Also weg von diesem Offensichtlichen, man kann auch an anderen Stellen mittlerweile viel Informationen finden. Ja, was machen wir nun? Wer fühlt sich denn bei diesem ganzen Thema noch wirklich wohl, wenn er irgendwas im Internet postet, guckt, macht, tut? Hey, immerhin 3, 4, 5 Leute. Gut. Wer fühlt sich akut unwohl, wenn er irgendwas momentan im Internet macht? 1, 2. Und dem Rest ist es egal. Kann ja sein. Ich meine, hey, es ist nur das Internet, es ist nicht das Leben. Ja? Also man muss gucken, es gibt da, wie gesagt wurde, dieses, der eine sagt,
wir werden alle sterben, der andere sagt, ja und, werden wir sowieso. Das ist genau das Problem. Jeder hat eine eigene Beziehung zu diesem Medium und zu den Leuten da drin. Und viele Leute, immer wieder dieses Argument, ich habe doch nichts zu verbergen und es ist doch sowieso nicht alles so schlimm. Das sind diese Themen, an die wird man auch nicht ohne größere Probleme dran vorbeikommen. Und das ist, wenn ich mir angucke, was zum Beispiel jetzt in der Türkei passiert ist, letzte Woche glaube ich war es, da haben sie angefangen, von Regierungswegen aus das Internet irgendwie so ein bisschen einzuschränken und zu kontrollieren. Was machen die Leute da? Gehen auf die Straße, zünden an, werfen Steine und so weiter. Was passiert bei uns? Nichts. Deswegen, statt irgendwie Petitionen und Likes zu klicken, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, wirklich auf die Straße zu gehen. Wenn es einen stört, sollte man nicht nur irgendwie Like, Like, Like und Petitionen unterschreiben machen, sondern eventuell wirklich Krach machen. Leuten deutlich machen, wo das Problem liegen kann. Ich meine, es geht um viel Persönlichkeit an der Stelle. Sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, oh, ist doof, daran wird sich dann nicht viel ändern. Verschlüsseln ist immer wichtig. Also wenn ihr wirklich irgendwie wollt, dass man sicher kommunizieren kann, kümmert euch um Verschlüsselung. Es gibt hier in Frankfurt irgendwie 2-3 Möglichkeiten, an solchen Krypto-Workshops teilzunehmen und sich auszutauschen. Das kann ein Anfang sein, wenn man sich damit bisher nicht beschäftigt hat. Ansonsten das Internet und Google kann da helfen. Man darf aber nicht vergessen, auch Verschlüsselung ist keine Garantie für irgendwas, weil ich sehe immer noch, mit wem man kommuniziert. Nicht was, aber mit wem. Wenn man so bei WhatsApp und Co. bleibt, es gibt so einen Messenger, der ein bisschen Schattendasein irgendwie fristet, nennt sich Threema. Der basiert auf einer möglichen direkten Verschlüsselung zwischen zwei Leuten, die auch bisher nicht in irgendeiner Form unsicher aufgefallen ist. Das Einzige, was sie mal gemacht haben, waren die Chatnachrichten im Klartext im iPhone abzuspeichern, was ein bisschen dämlich gewesen ist. Aber das ist zumindest eine Alternative, der man vielleicht mal eine Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn man nicht unbedingt mit WhatsApp oder Facebook reden möchte. Aber auch da gilt, da sitzt immer noch eine Firma dahinter, die sitzen in der Schweiz, die sehen immer noch, wer von A nach B wo redet. Nicht was, vermutlich nicht was, aber... Aber es gibt Alternativen, das heißt, man kann sich informieren. Und wenn einem in irgendeiner Form dieses Internet wichtig ist und diese Freiheiten, und dabei geht es nicht nur um die Freiheit im Internet, weil man muss sich darüber klar werden, dass das auch die persönliche Freiheit einschränken kann, wenn ich nicht mehr auf die Straße oder zu einer Demo gehen kann, weil ich nicht weiß, ob ich am nächsten Tag von der Polizei kontrolliert werde, weil die glauben, ich bin irgendein Idiot, der irgendwas Böses vorhat. Das heißt, wenn ich das über mich ergehen lasse, dann schwappt diese Welle, dieser in Anführungszeichen Cyberwar, irgendwann auch in die Realität über. Ich kann davon persönlich in irgendeiner Form mich eingeschränkt fühlen oder es fühlen sich vielleicht Leute eingeschränkt, weil eben irgendwelche Sachen im Internet passieren, die ich nicht mehr kontrollieren kann, wo ich aber persönlich reale Konsequenzen unter Umständen befürchten muss. Das ist so das Schlimmste, was man sich eigentlich vorstellen kann, weil dann kommt dieser virtuelle Kram in der Realität an und schränkt mich in meinem Handeln ein und sorgt dafür, dass ich vielleicht nicht mehr auf die Straße gehe. Und dann finden es alle gut, weil die sagen, hey, da sind 5 Leute, die sich beschweren, dass im Internet Überwachung stattfindet und 79 Millionen Leute sagen, das ist super, weil Schweigen ist ja stillschweigende Zustimmung. Das wäre es von meiner Seite. Ich will euch jetzt auch gar nicht lange aufhalten. Es ist nämlich spät geworden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wenn noch irgendjemand Fragen hat, ich bin noch einen Moment hier. Behalte dein Mikro noch eine Weile, Sven, weil es gibt mit Sicherheit Fragen. Natürlich, ganz hinten. Ihr habt euch abgesprochen. Wo auch sonst. Wo auch sonst. Ne? Sport für die Mitarbeiter. Ich wollte noch ein paar konkrete Sachen sagen. Zum Beispiel gibt es die nächste Krypto-Party in Frankfurt in der Zentrale am 22. Februar um 19 Uhr. Perfekt. Und zu dem Threema gibt es noch einen anderen Messenger, der heißt Hemlis aus Schweden. Auch eine ziemlich gute Verschlüsselung. Soll wohl auch ein bisschen an Clicky Bunti Menschen gerichtet sein, ein bisschen mehr. Yay! Ja, und ist mir jetzt gerade entfallen. Genau, danke für deinen Vortrag, ich fand ihn sehr gut. Jetzt mal, weil wir in einer Peergroup sind, um sich nicht rückzuversichern, eine reaktionäre Meinung. Und zwar, was wäre, wenn meine Freiheit wäre, dass ich meine Freiheit gerne beschützt sehe, weil ich will, dass wenn ein Pisser meine Kinder irgendwie bedroht, dass er verfolgbar ist. Wenn irgendein Mafiosi Phishing betreibt, möchte ich gerne, dass er erwischt wird am Arsch, egal wo er ist auf der Welt. Es gibt ja nicht nur nette Menschen, ich gehe davon alle aus, dass wir hier nicht vorbestraft sind, aber es gibt halt ein paar Menschen, die halt ein paar Vorteile sehen im Netz, die sie sehr weitlich ausnutzen können, wo es um Milliardenbusiness geht.
Also es ist nicht nur unipolar, dass alles sehr schlimm ist, weil wir getrackt werden, was vielleicht nicht okay ist. Aber es gibt auch Sicherheitsaspekte, die halt, es gibt Strafrecht nicht umsonst, es gibt auch hier ein Recht des Staates, uns Bürger vor solchen Idioten zu schützen. Was würdest du dazu sagen? Also es muss ja einen Ausgleich der Interessen geben. Genauso wie du ein Interesse hast, freiheitlich dich zu fühlen, hätte ich gerne Interesse, dass meine Kinder, jetzt mal um das auch polarisierend zu sagen, auch freiheitlich geschützt aufwachsen dürfen vor den ganzen Pennern, die es zweifellos draußen gibt. Die sind nicht alle so nett wie du. Wer sagt denn dir, dass ich nett bin? Dass du ein Böser bist. Ich hätte gern, dass du dann hinter Gittern landest, wenn man verfolgen kann, dass du deine Kinder bedroht hast. Ohne Datenvorratsspeicherung kriege ich das nicht raus. Das Scheiße, habe ich keinen Bock drauf. Das ist eine Diskussion, die ich erstaunlicherweise schon seit vielen Jahren sehr häufig geführt habe. Kurzer Hintergrund zu mir, ich arbeite in der Branche, ich bin selbst schon polizeilich gesucht worden wegen sowas aus falschen Informationen. Das heißt, ich habe sowohl den bösen als auch den guten Teil schon gesehen. Der Punkt, der mir da immer so ein bisschen aufstößt, ist die Verbindung zur Realität. Wenn ich heute auf der Straße jemandem auf die Fresse haue, dann bin ich unter Umständen auch nicht verfolgbar. Dann muss ich mich darum kümmern, dass die Strafverfolgungsbehörden in der Lage sind, jemanden möglichst schnell irgendwie zu finden, zu reagieren. Das ist bei uns durch die Polizei eigentlich, wenn sie in der Nähe sind, echt gut gegeben. Wenn du das Ganze jetzt aufs Internet überträgst, also mir ist es schon passiert, ich habe eine Straftat im Internet beobachtet, in Anführungszeichen, habe die Polizei angerufen, es war leider Freitagnachmittag 17 Uhr, dann sagen die zu mir, rufen Sie Montag um 8 nochmal an, da sind die Kollegen wieder da. Sag ich, ja, Montag um 8 ist das vielleicht ein bisschen spät. Ja, aber das ist halt so. Ich so, ja, dann ist das halt irgendwie so falsch. Ja. Ich wurde dann weiter verbunden und man hat mir dann irgendjemanden, der schon mal Internet gehört hat, gegeben. Erfolgreich war es erstaunlicherweise nicht. Ich habe dann nach drei Monaten von der Polizei einen Schrieb bekommen, dass sie jetzt mit den Ermittlungen angefangen haben und feststellen mussten, wir haben keine Daten mehr. Und es ging da konkret um Kinderpornografie, um aktive Kinderpornografie. Und wenn ich 3 Monate als Polizei Zeit brauche, um einen aktiven Vorgang der Kinderpornografie zu verfolgen, dann hilft mir auch keine Vorratsdatenspeicherung mehr. Das ist Bullshit. Das, was da fehlt, ist einfach die Übertragung an das, was wir in der Realität auch schon haben. Wir brauchen Leute, die Ahnung haben, wir brauchen Leute, die reagieren können. Wir brauchen keine Vorratsdatenspeicherung, die uns 6 Monate lang auf Schritt und Tritt verfolgt. Das hast du auf der Straße auch nicht. Wenn auf der Straße jemand deine Kinder haut, und ich finde, Kinder ist immer ein bisschen ein schlechtes Thema, weil die polarisieren. Kinder sind schutzbedürftige Menschen, die per se schon schlecht grundausgestattet sind, was Selbstschutz angeht. Und deswegen kommen da sehr viele Emotionen mit. Aber wenn jemand auf der Straße angegriffen wird, haben wir Möglichkeiten, auch ohne überall Videokameras zu haben, was zu tun. Wir haben gehört in dem Beitrag vorhin von den beiden Damen aus dem Courage-Vortrag, was möglich ist, alleine durch Fotos von Handys und Co. Da brauche ich keinen Staat für. Da brauche ich offene Augen und Leute, die ein bisschen Arsch in der Hose haben und was dagegen tun. Und dasselbe hilft mir im Internet. Wenn ich nicht jeden Scheiß zulasse und nicht jeden Mist von Anfang an schon an mir vorbeigehen lasse, dann habe ich vielleicht auch eine realistische Chance, mal ohne ewig 3 Tage Kataloge zu führen, Leuten auf die Finger zu hauen, die Käse bauen. Weil ich will auch auf der Straße nicht mit meinem Personalausweis auf der Stirn rumgetackert rumlaufen, nur weil man sagt, naja, man muss ja rausfinden, wer mir unter Umständen doof guckt. Ja, das will ich nicht, das ist nicht Freiheit, das ist Kontrolle und das finde ich per se mich persönlich einschränkend, weil ich möchte nicht, dass irgendwie jeder Depp weiß, wo ich wohne und vor meiner Tür steht. Das ist zwar heute kein Problem mehr, weiß bei mir auch jeder, aber hey, es gibt Leute, die haben gutes Recht darauf, sich davon fernhalten zu können und zu sagen, hey, ich will meine Meinung sagen können, ohne morgen einen Schlägertrupp vor der Tür zu haben oder ohne, dass mir irgendwie auf der Arbeit jemand auflauert. Und das sollte meiner Meinung nach höher bewertet werden, als jeden Scheiß aufklären zu können, weil wir können eine Menge dafür beitragen, auch Kleinscheiß so ein bisschen einzudämmen und aufzuklären, da brauche ich keinen Staat für. Vielleicht zum Abschluss des Tages noch mal ein kleines Zitat, wieder vom schon erwähnten Bruce Schneier, der darüber schreibt, wir haben keinen Beweis, dass Überwachung durch die NSA uns sicherer macht. NSA-Direktor General Keith Alexander wurde im Juni gefragt, wie viele terroristische Angriffe man denn tatsächlich verhindert habe. Er sagte zuerst 54, im Oktober hat er dann nur noch von 13 gesprochen und dann nur noch von 1 oder 2. Und der eine Plot, den man dann am Ende bekannt gegeben hat, war die verhinderte Überweisung von $8,500 Spenden an eine somalische Militantengruppe. Also ich glaube, die Frage, die hier aufgeworfen ist und die aber weiter diskutiert werden muss, ist natürlich die Frage, was ist ein geeignetes Mittel und was ist ein Sicherheitsexzess, der möglicherweise Freiheit auch bedroht. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
und das Thema Sicherheit euch interessiert hat. Twittert darüber, schreibt darüber, bloggt darüber, lasst es uns wissen. Helft uns, den nächsten Webmontag auch wieder zu gestalten. Und vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Und ganz zum Schluss auch nochmal dank dir, Sven. Und vielleicht danke allen, nicht vielleicht, danke allen, die im Team dafür gesorgt haben, dass dieser Webmontag stattfinden konnte. Kommt nochmal hoch. Danke auch von mir. Montag.